Zu den Nachrichten schalten wir noch einmal um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um das geplante Kernkraftwerk Brokdorf an der Unterelbe hat sich der Hamburger Senat heute Abend für eine Denkpause von 3 Jahren ausgesprochen. Bürgermeister Klose teilte nach einer 7-stündigen Senatssitzung mit, er wolle in Gesprächen mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Stoltenberg erreichen, dass die 2. Teilerrichtungsgenehmigung für das Kraftwerk frühestens im Sommer 1983 erteilt werden soll. Bis dahin könne in der Entsorgungsfrage und bei der Anwendung neuer technischer Entwicklungen größere Klarheit geschaffen werden. Werde dieser Aufschub nicht erreicht, wolle Hamburg aus dem Brokdorf-Projekt aussteigen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Stoltenberg, CDU, erklärte sich in einer ersten Stellungnahme zu Gesprächen mit Hamburg bereit. Er sehe jedoch unverändert und in Übereinstimmung mit der Bundesregierung in Bonn den Bau des Kernkraftwerkes Brokdorf als vordringlich an. Zur Energiepolitik äußerte sich am Abend auch Bundeskanzler Schmidt auf der Vollversammlung des Deutschen Industrie- und Handelstages in Bonn. Er wiederholte den Standpunkt, die Risikostreuung bei der Energieausnutzung bedeute, dass man auch die Kernkraft brauche. Der wiedergewählte Präsident des DIHT, Wolf von Amerongen, sicherte Schmidt die Unterstützung der Wirtschaft beim Ausbau der Kernenergie zu. Der Bundeskanzler ging in seiner Rede auch auf die Rolle des Waffenexports ein und wies darauf hin, dass man derartige Ausfuhren auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Energieeinfuhr sehen müsste. Für eine Fortsetzung der Entspannungspolitik sprach sich der Bundeskanzler in seinem ersten Gespräch mit dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Juranovic aus, der zu einem offiziellen Besuch nach Bonn gekommen ist. Hauptgesprächsthemen der beiden Politiker waren die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen und die Entwicklung in Polen. Das Zentralkomitee der polnischen Kommunisten hat sich heute Abend in einer Entschließung besorgt darüber geäußert, dass der unabhängige Gewerkschaftsverband Solidarität von feindlichem Sozialismus durchsetzt sei. Das Mittel des Streiks werde zunehmend benutzt, um politische Forderungen durchzusetzen. Dadurch werde der Prozess der sozialistischen Erneuerung, zu dem sich die Partei nach wie vor bekenne, erheblich erschwert. Der neue polnische Regierungschef Jaruzelski, der heute vom Zentralkomitee nominiert worden ist, will morgen im Parlament in Warschau sein Kabinett vorstellen. Aus Parteikreisen verlautet, er werde an dem Abkommen mit den Danziger Arbeitern festhalten. Allerdings sei mit scharfem Vorgehen gegen radikale Gewerkschafter und Oppositionelle zu rechnen. Der Versuch, eine unabhängige Bauerngewerkschaft zu gründen, ist zunächst gescheitert. Das oberste Gericht in Warschau erklärte, Bauern seien zum Teil Arbeitgeber und hätten daher kein Recht, eine Gewerkschaft zu gründen. Er stellte ihnen aber frei, sich zu einem Berufsverband zusammenzuschließen. Die für Fischerei zuständigen Fachminister der Europäischen Gemeinschaft sind sich erwartungsgemäß noch nicht über die künftige Fischereipolitik einig geworden. Die Sitzung in Brüssel wurde auf morgen vertagt. Bis dahin will das EG-Präsidium einen neuen Vorschlag machen, der vor allem den Streit um die Fangrechte der französischen Fischer vor der britischen Küste betrifft. Über das ebenfalls umstrittene Fischfangabkommen mit Kanada, an dem vor allem die Bundesrepublik interessiert ist, hatte man sich weitgehend geeinigt. Der mutmaßliche Terrorist Michael Baumann, auch Bommi Baumann genannt, ist in London festgenommen worden. Er soll an Raubüberfällen, Mordversuchen und Sprengstoffanschlägen vor allem in Berlin beteiligt gewesen sein. Baumann, der seit 10 Jahren gesucht wird, hat sich inzwischen in Presseinterviews vom Terrorismus distanziert. Als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den 30-jährigen Norbert Kröcher und den gleichaltrigen Manfred Adomeit zu 11,5 bzw. 6,5 Jahren Haft verurteilt. Sie wurden unter anderem der Verabredung von Verbrechen sowie des schweren Raubes für schuldig befunden. Adomeit, der seit 1977 in Untersuchungshaft war, ist auf freien Fuß gesetzt worden. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 11. Februar. Südlich der Donau meist bedeckt und zum Teil länger anhaltender Schneefall. Sonst wechselnd, vielfach stark bewölkt, mit einzelnen Schneeschauern. Dabei Glättegefahr. Tiefstemperaturen um minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen um plus 1 Grad. Mäßiger bis frischer und böiger Nordwestwind. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des Deutschen Fernsehens ist damit beendet. Die Zeit, es ist jetzt 23 Uhr und 49 Minuten.
Hinweise auf Sendungen, die Sie am Mittwoch, den 11. Februar sehen können, geben wir Ihnen noch auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Und damit gute Nacht.